Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Ich begrüße euch in der neuen Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und ja, ich nehme zwar jetzt... Was haben wir? Heute haben wir Mittwoch. Ich nehme mittwochs auf, die Folge für Montag. Aber ich weiß ja schon, dass es warm werden soll am Wochenende. Also hoffe ich, dass ihr ein schönes, warmes Wochenende hattet. Dass ihr es gut genutzt habt mit Grillen oder Ähnlichem. So wie wir es getan haben werden. Ja, und eine neue Woche, eine neue Folge. Ich schaue jetzt gleich mal auf die Karte, was wir denn machen. Ein kleines blaues Mutagen, sehr schön. Ich glaube, hier gab es noch weitere Fragezeichen auf dieser Insel. Genau, wir sind beim letzten Mal an der Taverne hier wieder angekommen. Und dann werde ich jetzt mal direkt hier rüber gehen, wo ich schon ganz nah dran bin. Und dann gehen wir danach noch hier hoch. Na, mal schauen, ob wir das noch machen. Oder ob wir dann auf der Seite einfach wieder runter gehen und uns langsam mal der nächsten Quest nähern. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jetzt erstmal dieses Fragezeichen dort, das gar nicht so weit weg sein dürfte. 58 Schritt, Fuß, Meter, keine Ahnung. Entfernung. 58 Entfernung. Ein bewachter Schatz. So, die Frage ist, was bewacht den Schatz? Das dort. Was ist das dort? Das sieht aus wie ein Ertrunkener, aber in größer und robuster. Ein Sumpf. Was? Ein was? Ist egal, es tötet mich auf jeden Fall. Was auch immer es ist, es tötet mich. Habe ich gespeichert irgendwann? Hat es automatisch gespeichert, als ich meditiert habe? Ich weiß es gar nicht. Ich warte mal, bis ich meine Energie ein bisschen erholt hat. Dann werde ich nochmal speichern, bevor ich wieder darunter gehe. Okay, das Vieh wirft auf jeden Fall mit Schlamm. Ich weiß nicht, ob das so ein Wasservibe ist, aber da stand irgendwas anderes. Wir hatten, glaube ich, in dem Beitrag über die... in dem Bestiariumseintrag über die Ertrunkenen irgendetwas von Wasserweibern gelesen. Aber da stand, glaube ich, gerade irgendwas anderes. Ja, zielen ist nicht so unsere Stärke. Muss aber auch gar nicht. Warum auch? So, schauen wir mal. Vielleicht ist das Vieh ja auch empfindlich, was Feuer angeht. Ha, stehe ich direkt vor dir und du hast mich nicht getroffen. Es ist allerdings... Wow, was war das denn? Ich wollte gerade sagen, es ist allerdings Stufe 15 und hat einen toten Kopf. Aber zu dem Satz bin ich gar nicht mehr gekommen. Da hat es mich schon getötet. Ja, also ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall in der Lage, im Schlamm zu versinken und direkt neben uns wieder aufzutauchen. Was echt nicht fair ist. So, schauen wir uns die Sache nochmal an. Was? Das hat mich nur einmal getroffen. Zweimal, aber nach einem Mal war schon die halbe Energie weg. Mehr als die Hälfte. Ja, ich glaube, hier habe ich schon wieder einen Gegner, dem ich besser mal nicht entgegentrete. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier gerade nicht durch die Gegend laufe und stärker werde. Ich will nur das Fragezeichen aufdecken. Achso, habe ich schon. Ich glaube, es ist schon markiert als bewachter Schatz. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich hier rumlaufe und stärker werde. Ich habe das Gefühl, dass ich von einem Ort zum anderen laufe und jedes Mal merke... Das kann ich noch nicht, und das kann ich noch nicht, und das kann ich auch noch nicht. Nach wie vor finde ich das cool. Das macht mir auch eigentlich überhaupt nichts aus. Ich habe nur die Befürchtung, dass das ein bisschen langweilig ist. Gerade für euch auch, wenn ich hier eigentlich keine Fortschritte mache, sondern nur von Ort zu Ort renne und jedes Mal merke, dass ich dafür auch noch nicht geeignet bin. Also vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen mehr auf die Hauptquest konzentrieren, für die ich ja wahrscheinlich eher geeignet bin. Aber mir macht halt besonders das, macht mir am allermeisten Spaß, hier Dinge zu erforschen. Oh, ein Soldat.
Dinge zu erforschen, Orte zu entdecken, die vielleicht nicht jeder sofort entdeckt, weil vielleicht viele Leute sich direkt auf die Quest stürzen und quasi alle in derselben Richtung unterwegs sind und ich gerne einfach mal abseits der Wege gehe und mir was anderes suche. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte, die dann sagen, ja, ich bin schon, ich war schon da und da und ich bin jetzt dort und dort, dann ist das natürlich interessant, aber auch wenn ich später angefangen habe mit Spielen oder sehr viel langsamer spiele oder so, kann ich denen trotzdem auch was Neues erzählen oder können die bei mir auch was Neues entdecken, weil sie einfach nicht die gleichen Wege genommen haben wie ich, weil sie halt sich auf die Quest konzentriert haben und eben nicht dort oben an der See bei diesem Turm waren, Lornok oder wie das hieß, bei dem riesigen Viech und so weiter. Also sieht man dann doch wieder irgendwas Interessantes auch bei anderen Leuten. Ja, und dabei möchte ich es eigentlich auch gerne, also dabei möchte ich einfach gerne bleiben, weil das einfach meine Art ist und ich mich sehr häufig einfach mal nicht immer nur an der Quest entlang hangle, sondern ganz gerne mir einfach querfeldein alles Mögliche anschaue. Auch wenn man natürlich an die meisten Orte früher oder später automatisch durch andere Quests oder so geführt wird. Aber trotzdem, ich mache das gern so auf meine Art und Weise. Und ich hoffe, das ist... oh, das ist was Neues, glaube ich. Hornblatt hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und ich hoffe, das ist vertretbar so und ja, anschaubar. Dass ihr also gerne mit dabei bleibt, auch wenn ich nicht stur einer Hauptquest folge. So, hier haben wir wieder Kriegsbeute und Ertrunkene. Aber erfahrungsgemäß sind die ja gar nicht so das riesige Problem unter Wasser. Schauen wir einfach mal, wo sind sie denn jetzt? Hallo? Okay, jetzt sehe ich sie schon gar nicht mehr. Ich meine, da wäre gerade noch einer gewesen, aber hey! Hier haben wir wieder Kreuzdorn. Ja, habe ich direkt erkannt. Gut, so viele andere Pflanzen gab es auch unter Wasser noch nicht. Kavalleriehandschuhe, Kohle und Stahlbarren. Wobei mir einfällt, dass wir ja eben noch diese Axt-Dingsbums-Handschuhe hatten. Die ich mir noch ansehen wollte, weil ich die eventuell schon tragen könnte. Axtkämpferstiefel. Ja, genau. Davon hatten wir nämlich die Handschuhe. So, jetzt bin ich überlastet. Ich hoffe, dass ich trotzdem auftauchen kann. Das wäre natürlich echt doof, wenn nicht. So, jetzt gebe ich natürlich den Viechern die Gelegenheit, mich anzugreifen. Aber irgendwie scheinen die das unter Wasser gar nicht so wirklich zu tun. Ertrunkener Stufe 4, ist ja süß. Doch, tun sie wohl. Der da hat mich angegriffen. Dafür stirbt er jetzt. So. Sonst noch einer? Da hinten ist auf jeden Fall noch einer, aber der ist weit genug weg, um mich nicht zu belästigen. In diesem Moment jedenfalls. Ja, das war schon wieder die Kriegsbeute. Jetzt muss ich gleich mal diese Axtdinger anschauen. An die Sachen, die hier schwimmen, komme ich so leider nicht dran. Ach, guck mal, jetzt ist er näher gekommen. Stirb. Da treiben sie. Aber ich kann sie ja leider nicht ausnehmen, wenn sie im Wasser sind. Das ist wahrscheinlich der Vorteil, einfach wenn man sie an Land tötet. Deswegen, wenn man die Zutaten braucht oder möchte, dann sollte man sie wirklich ans Ufer locken. Da schwimmt einer. Ein anderer, der vielleicht auch ertrunken ist, aber sich noch nicht verwandelt hat. Der auf jeden Fall einfach mal tot ist. So, hier war nichts mehr, glaube ich. Oh, da vorne liegt noch irgendwas. Irgendwelche Überreste. Ach, das ist wieder Blutmoos. Ja, so sieht's auch aus. So, dann schauen wir uns mal diese Axtgedönse hier an. Was die denn Cooles können. Okay, die Axtkämpferstiefel sind um 7 Stufen schlechter als die, die wir jetzt tragen. Das ist natürlich... ja. Nicht so besonders toll. Und dann haben wir hier die Kavalleriehandschuhe. Ach, das sind die Kavalleriehandschuhe. Die sind um 6 besser. Das ist natürlich cool. Die werde ich jetzt ausrüsten. Ja, und haben noch plus 1% Durchbohrungsschadenresistenz. Ja, wunderbar. Ziehen wir die nochmal an.
Die passen farblich nicht ganz zu unserem Oberteil, aber naja. Es ist mal wieder nicht besonders ästhetisch so im Zusammenspiel. Aber darauf kommt es ja nicht unbedingt an. So, und was war das hier? Waren das die? Das sind die Axtkämpferhandschuhe. Die sind aber auch schlechter schon wieder. Nee, dann behalten wir natürlich die anderen. So, und ansonsten... Boah, ich muss mich um diese Bücher nochmal kümmern. Da waren noch etliche dabei, die wir nicht gelesen haben. Das muss ich irgendwann nochmal nachholen. So, und jetzt wäre natürlich ein Händler nochmal cool. Ich weiß nicht, ob der Tavernenwirt jetzt wieder Geld hat. Das haben wir immer beim letzten Mal restlos abgeknüpft, indem wir ihm Dinge verkauft haben. So, dummerweise kann ich auch nicht mehr laufen. Also es wäre jetzt echt cool, irgendwo einen ordentlichen Händler zu finden. Vielleicht hier drüben in dem Dorf. Man weiß es natürlich nicht. Oder ich fahre mit dem Boot. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Noch ein Boot. Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Noch mehr Boote. Und hier sind ganz viele Boote. Boote, Boote, Boote. Okay, lassen wir das. Das Dumme ist, diese Fragezeichen sind ja keine normalen Ortschaften in der Regel. Das sind ja immer irgendwelche Probleme, möchte ich sagen. Das heißt, ich erwarte eigentlich nicht, da drüben einen Händler zu finden. Ich erwarte eher, da drüben ein Problem zu finden. Nee, dann machen wir das wieder anders. Dann muss ich woanders hin. Oh, ist das ein großes Feuer? Das will ich mal gerade anzünden. Tatsächlich. Oh, cool. Ja, dann muss ich doch mal wieder zu irgendeinem... Na, zu irgendeinem Wegweiser. Ja, natürlich ist das hier unten der nächstgelegene. Die Taverne mal wieder. Da muss Plötze mich da jetzt mal ganz schnell hinbringen. Es wundert mich, dass hier in der Ecke nichts ist. Hier ist doch bestimmt auch irgendwas Interessantes. Hier sind doch schon irgendwelche Ruinen oder so. Ich gehe da mal schnell gucken. Na, da komme ich, glaube ich, gar nicht so leicht hoch. Aber es sieht so interessant aus. Da muss man mal gucken gehen. Es ist nur ätzend, wenn man sich nicht schnell bewegen kann. Ich meine, ich finde es gut, dass man wenigstens sich überhaupt noch bewegen kann. Und vor allem, dass man auch reiten kann. Es gibt ja Spiele, wo man dann einfach mal direkt abrupt stehen bleibt und sich gar nicht mehr rühren kann. Wenn man noch ein Gänseblümchen aufgesammelt hat. Also von völlig federleicht... Oh, hallo. Viele Pferde. Mehrere. Verschiedene Pferde, die nicht meins sind. Die aber trotzdem Sattelzeug haben. Kann ich euch nehmen? Klauen? Stehlen? Pferd in Pferd. Ja, hier sieht man, wie sich nilfgaardische Pferde vermehren. Das ist Paarung hier. Zwei in eins und irgendwann kriege ich dann ein kleines raus oder so. Oh, da fliegt schon wieder was. Alter, wie viele von den Viechern gibt es denn hier? Da ist doch gerade schon wieder irgendwas Riesiges geflogen. Das ist doch nicht dasselbe Viech, ne? Nee, natürlich nicht. Das ist ganz woanders. Okay, also hier oben in der Region am Wasser gibt es viele solcher Viecher. So, dann rufe ich mal Plötze herbei. Und sehe mal zu, dass ich wieder zum Wegweiser zurückkomme. Ah, schade. Ich möchte mal endlich eins von denen töten. Mal endlich. Eigentlich bin ich noch ganz am Anfang des Spiels. Gerade mal so Stufe 4, aber ich möchte endlich sowas töten. Das muss doch möglich sein. So ist gut. Ja, so super Plötze. Total toll. Da ist auch irgendwas Rotes. Vielleicht komme ich nachher nochmal zurück und suche mir das Vieh, aber erstmal muss ich handeln und mein Zeug verkaufen. Ah, noch mehr Viecher. Mach mal einen Schritt schneller jetzt. So.
Oh Gott, ich habe schon die Befürchtung, dass das Pferd sich gleich die Beine bricht. So wie ich wieder reite. Plötze? Es sucht sich gerade selbst den Weg. So, ich will gerade gar nicht mit den Viechern kämpfen. Ich möchte einfach nur zurück zur Taverne. Ah. Dieser verfluchte Drecksregen. Ja. Furchtbar. So, das Doofe ist halt, ich habe in Weißgarten eigentlich gar nichts mehr zu erledigen. Aber das ist gerade der einzige Ort, der mir einfällt. Hier sind schon wieder neue Zettel. Der einzige Ort, der mir einfällt, der einen Händler hat. Einen ordentlichen. Weil ich habe hier einfach noch gar keinen Händler entdeckt. Oder? Hier im Maulbeertal gab es keinen. Am Galgenhügel, wo ich angefangen habe, sowieso nicht. Und ansonsten... Heidfelde, da lebt eh keiner mehr. Da wohnt auch keiner mehr. Harpien handeln nicht besonders gut. Und das Vieh da oben war auch nicht zu tiefschöpfenden Verhandlungen bereit. Ja, das heißt, ich muss eigentlich zurück nach Weißgarten reiten. Also, natürlich schnell reisen, aber... Wenn man sich mal überlegt, dass der Hexer dann mal eben zurückreitet nach Weißgarten, wochenlange Reise. Waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Okay, kommt das jetzt jedes Mal, wenn ich Weißgarten betrete? Das kennen wir doch schon. Suche an der Küste und in der Nähe von Häfen nach Booten. Boote, Boote, Boote! Tja, die Leute haben sich auch gerade gepaart. Habt ihr gesehen? So macht man das hier. So, mein lieber Freund Kaufmann. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Okay, er hat, glaube ich, nichts von großem Interesse für uns. Außer natürlich vielleicht den Alkohest mal wieder. Ich schau mal, was ich ihm verkaufen kann. Ansonsten gehe ich gleich zu dem Willis hinten. Dem kann ich auf jeden Fall ja die ganzen Schwerter hier andrehen. Dann versuche ich hier erstmal den Kleinkram loszuwerden. Becher zum Beispiel. Und Tabakspfeife. Pferdehaut. Rostiges Brotmesser. Wolfsfell kann er haben. Und das war's schon wieder. Jetzt hat er wieder kein Geld. Aber ich kann wenigstens wieder schnell laufen. Pass auf dich auf. Dann gehe ich nämlich mal zu Willis. Der hatte nämlich zum einen viel Kohle. Zum anderen kauft er alles Mögliche. Und zum dritten... weiß ich noch nicht. Wollte ich gerade sagen, vielleicht kann er uns irgendwas herstellen. Aber ich glaube nicht, dass er uns was Besseres herstellen kann, als wir sowieso schon haben. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Oh, die Schmiede. Wir können nach der neuen Schmiede fragen. Na, wie arbeitet es sich in der neuen Schmiede? Ausgezeichnet. Die Nilfgaarder haben mir einen Blasebalg mit zwei Kammern aus Mahakam gebracht und einen Baumeister angeheuert, um einen Ziegelherd und Kamin aufzubauen. Die Sache ist nur, die Örtlichen wollen bei mir nicht mehr kaufen. Sie fahren lieber nach Koslitz, einen halben Tag von hier, auch wenn der dortige Schmied nie eine anständige Hake angefertigt hat. Aber er ist ein Mensch. Darum geht es. Sei vorsichtig, Willi. Wenn es dazu kommt, dass Nilfgaard sich aus Weißgarten zurückziehen muss, solltest du besser mit ihm gehen. Die Leute werden dir den Tod dieses Mannes nicht verzeihen. Ah, wir sehen also hier auch für Willis die Konsequenzen. Quasi. Die der Umgang mit dem Brandstifter nach sich zog. So, dann, ich hätte gern, dass du mir was anfertigst. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Wir können ja mal einen Blick drauf werfen, was er denn machen könnte.
Das war ein Rüstungsschmied, oder? Genau, Oberkörper. Das ist auf jeden Fall schlechter als das, was wir tragen. Die sind alle schlechter. Also brauchen wir das auf jeden Fall nicht. Ja, er kann uns also nicht wirklich was Sinnvolles herstellen. Was ich jetzt natürlich machen könnte... Zum einen... Ne, Moment. Zum einen schaue ich mal, ob er Smaragdgedönse hat. Hat er, so wie es aussieht. So, da ich dein einziger Kunde bin, wäre es echt schön, wenn du mir ein bisschen Rabatt gewähren würdest. 549. Arsch. Aber ich brauche es natürlich, um das andere Schwert herstellen zu lassen. Mann, 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 Mann. Smaragdstaub. Oder ich gucke nochmal, ob er mir vielleicht was zerlegen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich etwas habe, wo Smaragdstaub draus kommt. Schauen wir mal im Schnelldurchlauf hier, ob wir aus irgendetwas Smaragdstaub gewinnen könnten. Oh, was ist das? Glas. Achso. Ja, macht Sinn. Amethyststaub, Rubinstaub, ja, wunderbar. Bringt mir aber nichts. Asche kann ich auch aus so einigem machen. Aber ich scheine nichts zu haben, was sich in Smaragdstaub zerlegen. Saphirstaub, ja. Super. Das einzige wird wahrscheinlich das andere, die andere Hexerklinge sein, die ich schon habe. Die ich mir schon habe herstellen lassen. Ja, sieht schlecht aus. Dann muss ich den Blödsinn wahrscheinlich wirklich kaufen. Ist ja doof. Oh Mann. Na, ich hoffe, das ist es wert. Dann gib mir das mal. Eine Portion. Nee, nicht drei. Eine. Eine reicht. 549. Boah. Ich hoffe, das ist es wert. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es gar nicht. So, jetzt verkaufe ich ihm noch ein paar Sachen. Mondklinge. Ha, da kann man noch Verbesserungen... Die behalte ich erstmal. Hexer Silberschwert. Das ist aber nicht das, was wir ausgerüstet haben. Von daher kann ich das auch erstmal verkaufen, verkaufen. Ich verkaufe die alle. Vielleicht kriege ich auf die Weise ja zumindest ein bisschen wieder rein von dem Zeug. Von dem Geld, das ich ihm gegeben habe. Ich wollte dieses Samt-Outfit einmal behalten. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war, das ich angezogen hatte. Ich glaube das, ne? Vielleicht treffe ich ja nochmal auf hübsche Frauen, die es zu beeindrucken gilt. Mir wurde ja schon gesagt, dass ich hier in schwarzem Samt unglaublich gut aussehe.
Man weiß ja nie, wofür man das nochmal gebrauchen kann. So, hier unten. Ja, die kann er von mir aus auch haben. Und die Hose, und da ist noch eine Hose. Achso, und die Handschuhe hier, glaube ich, auch. Ja, kann er alles haben. Kann ich auf jeden Fall gleich wieder ordentlich Zeug einsammeln. Minus 20, minus 48, rostiges Welener Schwert. Minus 37, minus 37, minus 47, minus 43. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, für wie viel ich ihm insgesamt hier Zeug verkaufe und ob ich so einigermaßen zumindest wieder ein bisschen was reinkriege von dem, was ich für den Smaragdstaub bezahlt habe. Aber ich könnte natürlich auch noch bei Tomira vorbeigehen und ihr wieder ein paar Honigwaben verkaufen. Vorausgesetzt natürlich, sie hat wieder Geld. So. Leb wohl. Ah ja, jetzt sieht man auch hier, die Schmiede ist wieder aufgebaut. Das Haus steht wieder. Ist schon geil. Finde ich einfach großartig. Total Hammer, wo vorher nur die verbrannten Bruchstücke des Hauses lagen, also die verbrannten Reste von dem Haus, von der Schmiede, ist jetzt einfach mal wieder alles aufgebaut. Oh, das sieht aber lecker aus, was er sich da herstellt. Aber ein bisschen grün für einen Zwerg. Ich hätte nicht gedacht, dass Zwerge viel Salat essen. Ah ja, okay, hier haben wir schon... Ist wahrscheinlich mit Reh gefüllt. Alles klar, armes Tier. Sieh zu, dass du das auch verbrauchst, damit es nicht umsonst gestorben ist. Ja, die neue Schmiede von Willis also. Was ist mit deinem Gesicht? Und du leg keinen Brand. Das bekommt ihr nicht Mama gut. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Und du sollst auch keine Brände legen. So, dann laufen wir mal zur Tomira rüber. Schau mich nicht so an! Ich gucke, wo ich will, ja? So, wo war die denn? Hier hinten irgendwo, ne? Habe ich dieses zerstörte Haus schon mal durchsucht? Jetzt bin ich doch wieder in Weißgarten gelandet. Jetzt bin ich wieder in Weißgarten unterwegs. Was ist denn los hier? Ja, ich glaube, hier bin ich schon mal gewesen, wie es aussieht. Jedenfalls gibt es hier nichts mehr zu holen. Oh, hallo. Ach so, war das hier mit der... War das mit der Bratpfanne hier? Stimmt, hier war, glaube ich, die Frau mit der Bratpfannen-Quest. Oder? Sieht jedenfalls sehr ähnlich aus. Rezept für Nigredo. Alles klar, whatever. Und hier sind jetzt auch plötzlich wieder Sachen. Honigwaben, ja perfekt. Die will ich ja gerade zur Tomira bringen. Ich meine, das wäre das Haus hier. Das sieht mir sehr danach aus. Dann saß hier eigentlich eine Leiche. Was ist das? Ist das eine Rattenfalle oder was soll das sein? Nee, ist irgendwas anderes. Ein Spinnrad oder sowas? Ich weiß es nicht. Oh, da vorne ist auch noch irgendwas drin. Schwefel. Oh, wenn ich jetzt Smaragdstaub finde, ne, dann kriege ich aber einen Rappel. So, jetzt zeig mir mal gerade die Karte, dass ich mal eben zu der... Hier ist sie. Zur Tomira. Was ist das denn? Ach so, da sind jetzt wahrscheinlich alle... Oder der nächstgelegene Dings ist markiert, damit ich reise. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar keine Quest, die hier hinführt. Da ist jetzt wahrscheinlich immer der nächstgelegene Schnellreisepunkt markiert. Oh, hier liegt irgendwas und hier ist auch irgendein Gegner. Ach, tut das gut, mal wieder Gegnern zu begegnen, die man auch töten kann. Aber nach wie vor, ich find's gut so. Ich find's echt cool. Also, es soll keine Beschwerde sein. Man kommt sich nur so mickrig vor, wenn man gegen alles
unterliegt, dem man so begegnet. Aus anderen Spielen ist man das ja eigentlich gewohnt, immer nur Gegner zu bekommen, denen man auch gewachsen ist, weil man so nach und nach dahin geführt wird. Aber nach wie vor, ich find's gut so. Ich find's echt cool. Ich dachte gerade, ich hätte Geräusche gehört. Klang so ein bisschen wie eine menschliche Stimme. Ich hab's aber jetzt nicht ganz zuordnen können. Doch, da hinten. Tatsächlich. Da wird jemand von einem Wolf angegriffen, siehst du? Ah! Jetzt bin ich noch zu spät. Na super. Jetzt frage ich mich natürlich, hätte ich ihn retten können? Verdammt. Wenn ich jetzt schneller reagiert hätte, hätte ich den armen Mann retten können? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Oder ob es einfach so destiniert war, dass er auf jeden Fall stirbt, sobald ich mich nähere. Was ist das denn hier? Ach, das ist wieder ein Schrein. Schau mal an. Ein Schrein wahrscheinlich von Militele. Oder so. Oder von irgendwas. Den haben wir auch noch nicht entdeckt. Siehst du mal, selbst in Weißgarten, wo wir uns echt lange aufgehalten haben, gibt es hier immer noch Sachen, die wir nicht gesehen haben. Hier ist wieder Honig. Sehr cool. Vor allem sehr praktisch, da ich ja gerade auf dem Weg bin, um Honigwaben zu verkaufen. Und ich sehe schon, wir haben mal wieder ein bisschen die Folge überzogen, wenn ich es richtig sehe. Was wollte ich denn jetzt noch? Lag hier nicht noch irgendwas? Na, ist egal. Ich gehe noch schnell zu der Tomira. Vielleicht erzählt die mir auch schon mal wieder was zu der Lena, dass ich das von ihr auch erfahre und nicht nur aus der Questbeschreibung. Schauen wir mal. So, Frau Kräuterfrau. Auf jeden Fall ist sie weg. Das sieht man jetzt schon mal. Schauen wir mal, was sich hier getan hat. Ja? Wo ist Lena? Wo ist Lena? Ist was passiert? Sie hatte sich erholt. Dann kam Nilfgaarda und brachten sie weg. Nilfgaarda? Wieso? Was wollten die von ihr? Keine Ahnung. Sie erklären sich nicht. Das haben sie noch nie gemacht. Okay, mehr erfahren wir dazu nicht. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Das wäre zu putzig von dir. Ich möchte dir Honigwaben bringen. Und was kann ich denn von ihr irgendwas? Hat sie irgendwas Cooles? Was waren das hier für Sachen? Weiße Möwe? Trollabsud? Greifenabsud? Ich glaube, der Greifenabsud hilft mir aber nicht gegen die anderen fliegenden Viechern, denen ich da so begegnet bin. Ich gebe ihr einfach mal ein paar Honigwaben. 6 Stück nimmt sie auch nur. Mehr kann sie sich nicht leisten. Bleiben mir immer noch 12 übrig. Ja, gute Sache das. Umso besser, so mache ich Geld. Ja, das war's eigentlich schon. Leb wohl. So sind wir mal wieder... Wow, jetzt steht da plötzlich wieder eine. Leute, in dieser Hütte ist irgendwas nicht in Ordnung. Die Totgeglaubten rennen rum, dann plötzlich hier Erscheinungen von Bäuerin. Lieber von hier. Ja, verschwinde du lieber. Jedes Mal, wenn man mit der gesprochen hat, erschreckt einen danach irgendwer, der plötzlich von irgendwo auftaucht. So, ich würde sagen, für diese Folge war es das. Ich verabschiede mich mal wieder von vor der Hütte von Tomira aus. In der nächsten Folge möchte ich nochmal zur Nilfgaardischen Garnison nach oben reisen und mir von dem Schmied dort das Vipernschwert herstellen lassen, das wir bisher noch nicht machen konnten, weil wir keinen Smaragdstaub hatten. Und dann sehen wir weiter. Wahrscheinlich geht es dann schon wieder zurück nach Velen und eventuell mache ich dann Jagd auf die fliegenden Viecher. Ich weiß es aber noch nicht. Schauen wir dann. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen in dieser Folge und bis zum nächsten Mal.